Guten Tag, willkommen bei einem neuen Formel-1-Rennen. Ich überlege gerade, das wievielte es ist, aber ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben Fünfte, schon lange glaube nicht mehr. ich. Das fünfte? Wir sind leider lange nicht mehr zum Aufnahmen gekommen. Es ist unser sechstes. Sechstes, Sechstes? okay. Oh. Auf jeden Fall haben wir lange keine Aufnahme mehr machen können, aus technischen Problemen, aus zeitlichen Problemen und irgendwie haben wir es alle nicht mehr hingekriegt. Jetzt holen wir es nach und wir sind dieses Mal in Monaco. Oh ja. Oh nein. Oh nein. Es sind natürlich wie immer die üblichen Verdächtigen vorhanden. Ja, Saison, ne? Genau. Saison, es ist. Da ich den Server heute mal aufgemacht habe, hoffe ich, dass wir nicht im Regen starten, Na, also ich weil das habe schon wäre ja gesehen, noch immer kein normal, Regen. sage ich. Kein Ah, Regen, kein Regen in alles gut, Qualifying. alles gut. Qualifying. Wahrscheinlich beim Rennen Regenwahrscheinlichkeit 80%. 100%. 100. Nee, 100 ist ja noch, 100 ist ja noch einigermaßen okay, dann startest du wenigstens auf den. 80 ist so Arschloch, weißt du, du fährst zwei Runden normal und hast dann den Regen. Ja, es läuft. Ja, dann hast du auf einmal, weißt du, so hast du richtig Platzregen, fährst gerade schön auf deinen Weichen, ne? Und dann Platzregen. Eckst einfach in jeder Ecke an, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt und Boah, ich bin gerade ein bisschen Monaco. nervös. Ich bin gerade richtig nervös, Ja. Ich muss mich mal konzentrieren. Das war vielleicht mal eine gute Idee. Sei ich schon den ersten durchkacheln? Ja, das Da war. war ich. Basti Keine führt? Nee, das bin Referenz, ich. aber. Nein, Basti hat gerade geführt. Basti war nämlich in dir. Sehr gut, Basti. Oh, komisches Gefühl. In Jan zu sein. In Jan zu Ja, sein. aber nicht ungewohnt, oder? Was hast du gesagt? Denk dran, Ja, nicht zu weit richtig. innen fahren, es gibt immer eine schöne Abkürzungsstrafe. Das ist jetzt auch nicht mehr schlimm. Ich ziehe mich jetzt hier an der Wand entlang. So. Was ruckelt bei mir? Ist nicht gut. Mir ruckelt es auch noch. Ich hoffe mal, dass mein Motherboard demnächst kommt. Da ist er. Fahrfehler. Bitte was? Du hast dein Fahrzeug zerstört. Bitte was? Du hast dein Fahrzeug zerstört. Du brauchst noch mehr Informationen darüber. Was soll das denn? Ah, Jan, ey. Das ist sie! Das ist sie. Ohne Spaß, nach der Schikane, ne, aus dem Tunnel. Du hast so einen Patzer gemacht und ich hab. Ich kam In der so an. Linkskurve habe ich angeeckt. Zweimal mit dem Reifen an der Wand. Jan, ich weiß, ich hab's gesehen, ich war so nah hinter dir, ich hab's die ganze Zeit gesehen. Oh, Ich bin auf Basti! 1, ich bin auf 3. Basti! Oh mein Gott, ich im Lotus-Sandwich. Boah, Basti, ich feier dich gerade so, ne? Das ist so genial. Ich glaube, 18 Ich Runden habe oder so. Tränen in den Augen. Ey, jetzt kommt die Sehr Frage: gut. Haben die überhaupt noch ein neues Auto? Ja, Chris, ein neues Auto, alles gut, Lukas. Neues Auto? Schade. Haben die überhaupt ein neues? Wie schön das ist. Direkt vorne bei mir. Hammer geil. Direkt schon mal ein super Bild abgeliefert. Hier kannst du jetzt losgehen. Muss nur noch 23 3. Euro. Okay. Diese Lache war zu episch, ey. Ich glaube, die schneide ich raus und mache irgendwann TS-Sound in eigene Ja, daraus. genau. Ganz Kanal-Intro machst du dir. Genau. Liebe Zuschauer, wir machen das jetzt etwas anders. Keiner von uns sagt an, in welcher Runde er reingeht, sondern schreibt es seinem Teamkollegen per Steam. Bitte was? Ach du Schande. Die, das, wir haben. Josh und ich sind eindeutig der Meinung, dass es viel spannender ist, wenn man ein Duell hat und nicht weiß, wann der Gegner halt reingeht. Warte, ich muss erstmal scheiße, ich muss mal So, gucken. ihr könnt dann natürlich bei Josh und mir, je nachdem, bei wem ihr das dann seht, sehen, welche Runde wir reingehen, weil wir euch das dann am Start direkt mit dem Setup an der Seite zeigen können. Ja, wann unser Teamkollege reingeht, ist Ich dann. hätte auch das gleiche eingeben wollen. Okay. Nee, ich gehe eine später, Lukas. Dann Dann brauche ich ist gar nicht okay. schreiben. Brauche ich gar nicht Dann schreiben. ist Ich gehe einfach okay. eine Gut. später. Genau. Ja, gut. Dann sage ich es mal so für meine Zuschauer. Basti geht eine später als ich auch. Und. Wir könnten mal auf die Strecke drücken. So, so unter Umständen. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne, jetzt so, wo die Saison wieder da ist, bin ich schon ein bisschen aufgeregter, als wenn wir nur so. Nervös.
Also. Richtig aufgeregt. Ey. Wir haben mit Basti ein, zwei Mal Monaco gefahren. Da bin ich hier durchgeklingert. Ne? Jetzt, kaum sieht man mal so einen Jan vor sich, ey, fahre ich in jede Runde rein, gefühlt. Ohne Witz, ich hab so Schiss gehabt. In der erste Kurve, ich bremse und denke mir so, AMG zieht voll an mir vorbei. Ich dachte mir so, what the shit, hast du so früh gebremst? Bist du so scheiße gewesen? Und dann sehe ich so, oh, der fährt weiter als die Kurve. Alles cool. Aber Josh war nach der ersten Kurve erst kurz auch vor mir. Nee, Basti war vorne, von vorne rein. Ja, oder so, aber ich habe dich gesehen, als ich in die Kurve eingedenkt habe, Josh, nachdem Lukas Geist in der Bande verschwunden ist. Basti fährt defensiv, das ist sehr schön. War auch defensiv. Ja, da war direkt der Fehler. Oh ja. Hat er dich direkt kassiert? Ja, er hat mich direkt gekassiert. Ich habe die Kurve zu weit innen genommen, habe nicht nur eine Verwarnung fürs Abkürzen gekriegt, sondern mein Wagen hat auch schön geschlingert und dann habe ich mich nur an die Seite gefahren, um Josh nicht endgültig zu blockieren. Da kann man auch eine Verwarnung fürs Abkürzen kriegen. Ich habe mir auch den Frontflügel direkt mal angeknackst. Ich hab's gesehen. Absoluten Unfall verursacht und keine Strafe dafür kassiert. Hey Lukas, das ist das Glück, was du jetzt kriegst. Und dann hat der seinen Frontflügel kaputt gefahren. An einem anderen. Basti noch Dritter. Ich hab meinen Frontflügel aber angeknackst. Basti ist kaputt. Nein, ich hab nur einen Frontflügel angeknackst. Hab ich auch. Alles cool. Auch so machen. Ja, toll, dafür habe ich jetzt eine Strafe bekommen, wo ich einen gedreht und sofort zurückgedreht habe. Nein. Es sind so Pussys geworden, ne? Das ist ein Formel 1-Wagen. Ehrlich, ey. Früher sind die ausgestiegen, haben sich einen von der Mappe gehauen, dann war gut, ne? Ja, nochmal hier der eine Rennfahrer, der jetzt gestorben ist, der in seinem eigenen eingebauten Formel 1-Wagen Weltmeister wurde. Der wurde ja Weltmeister, weil er seinen Formel-1-Wagen die letzten 500 Meter bis über die Ziellinie geschoben hat. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, krass. Das, so viel Zeit muss er erstmal haben. Wobei man, ne, das darf jetzt nicht falsch vorkommen, der ist nicht in seinem Auto gestorben, ne, der ist einfach so gestorben, der war alt. Da gab es aber auch so eine Geschichte mit Schumi. Der ist ins Kiesbett gefahren, kam aber selber nicht mehr raus. Sobald er aussteigt, ist für ihn das Rennen gelaufen, laut Regel. Zuschauer haben ihn wieder auf die Straße geschoben, und das war rechtens. Jo. Weil er den Wagen nicht verlassen hat und auch keiner der Rennstreckenhilfen geholfen hat, war es rechtens, dass er wieder auf die Straße geschoben wurde. Richtig, es war keiner, sondern... Ja, der hatte natürlich mega Rückstand, ne? Aber er war noch im Rennen und kam, glaube ich, sogar unter die Top 10 wieder. Ist einfach eine coole Aktion. Ohne Spaß, da musst du auch als Rennfahrer dir denken, dass du so viel... Rückhalt, ne, von den Zuschauern, Chris, das ist schon einiges wert. Also ist cool. Josh fährt da vorne natürlich eine souveräne Runde und er kann sich auch relativ sicher schätzen. Kobayashi ist vor mir einfach mal von zwei Längen vor mir auf direkt in mich rein und dann durchsichtig geworden. Aber ganz normal, beim geradeausfahren einfach. Schade, ja, schade, Lukas, dass du nicht die Aufnahme machst. Aber es wäre in dem Fall die spannende Kraft geworden. Ja, Josh, du fährst jetzt souverän vorne weg. Oh, so viel langsamer war ich gar nicht. Ja, also weiß ich, weil ich habe Anfang der Runde Scheiße gebaut. Der ist ja saugeil. Da wird schon zwei Autos irgendwie ins Aus gekegelt, ohne mir was kaputt zu machen. Lukas wird hinterher Vierter. Aber Jan, ich habe jetzt fast eine Sekunde drauf. Vier Autos im Rennen. Ja, ich habe einen angeknacksten Frontflügel, das ist ein bisschen öde. Ich wundere mich eigentlich, dass ich keinen habe, weil ich schon viermal die Wand geknutscht habe. Ja, manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Du hattest gerade ein bisschen... Ja, aber immer so im Zeitlupentempo, weißt du? Das ist immer so... Irgendwann bricht er, glaube ich. Also beim Boxenstopp kriege ich definitiv einen neuen Frontflügel. Ach genau, falls ihr es noch nicht gesehen habt, liebe Zuschauer, da könnt ihr mal mein Boxenstopp-Rundchen gesehen. So, mein Boxenstopp-Rundchen zeige ich auch mal an, aber habt ihr auch sowieso gesehen. Ja, ich habe, glaube ich, da bisher nur schnell durchgeschaltet. Jetzt aber auch noch mal schnell. Scheiße. Oh, scheiße. War jetzt ein bisschen jammern auf höchstem Niveau hier, aber... Ich bin gerade... Alter. Ich finde es gerade schön, dass ich so schön mit dir mithalte. Ja, weil ich jetzt 3-4 Kurven verkackt habe. War richtig schlecht. Mal 1,5 Sekunden im letzten Sektor liegen lassen. Ja, ist ärgerlich, weil dadurch ging das Ding jetzt an mich. Ah, kommt noch, Jan. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen.
Aber auch nicht gerade pralle. Nervosität steckt mir in den Knochen. Nicht nur dir, Josh, nicht nur dir. Dachte ich mir, ich brauch wieder einen scheiß ersten Sektor. Nee, meiner war gut. Ja, ich hab jetzt gerade mal das erste Mal eine Rundenzeit bekommen. Witzig, ich hatte vorher wohl keine. Hat doch auch was. Ich hatte schon mehrere. Ich ungefähr drei. Plus minus. Dann mache ich drei scheiß Kurven, ne? Jetzt muss ich mich da mühsam daran arbeiten. Alter, ich hab gerade einfach mal Perez abgesnackt. Nach der Spitzkehre einfach mal aufs Gas gelatscht und da marschiert das Auto einfach nach vorne und der hat keine Chance. Voll, das war schöne Kurven. Gibt eine neue schnellste Rennrunde. Ja, ich bin auch schneller als letzte Runde gefahren, aber keine schnellste Rennrunde. Wie viel war's? Nicht viel vor deiner wahrscheinlich. Ja, ich möchte es jetzt sehen. Dann kann ich dir sagen. Ich habe 18,8. Ja. Das ist nicht viel. Wie gesagt, ich erwarte gar nicht, dich einzuholen mit dem angeknacksten Frontflügel in Monaco eigentlich. Schon traurig, dass ich da so gut mithalte noch. Ja, es kommt drauf an, auf welcher Seite der angeknackst ist, ne? Jo, links, glaube ich, war es. Meiner inzwischen rechts unten. Ja, meiner ist ab. Ich wurde in eine Bande geschoben. Gut. Rex nach Startziel einfach. So. Ach, ey, Alter, wie mein. Eine Scheiße. Puls ist ja wie in Spanien. Nur Scheiße. War jetzt meine erste Verwarnung für Abkürzen? Ich hab auch schon eine, Josh. Ich weiß, du in der ersten. Puh. Hast du wahrscheinlich nicht gesehen? Leider nicht. Hast du es gesehen, wie ich jetzt gerade geslidet bin einmal? Einmal schön hinten ein bisschen weggerutscht, Jim. Einmal genau seitlich gegen die Bande, aber alles gut. Oh mein Gott, was fahre ich hier gerade zusammen, ey? Ja, nicht der ist Fenster, ne? Verlegen. Um wie viele Runden? Eine vor deinem. Alles gut. Hä? Bist du gerade auf Fett gefahren? Nö. Warum sagt er mir jetzt auf einmal, hör, der Hintermann fährt auf Standarddrehzahl? Sagt er mir bei dir aber gerade auch. Interessant. Wir haben die wohl abgesprochen. Er sagt mir, ich soll Benzingemisch 3 verwenden. Aber tue ich nicht, solange ich angeknacksten Frontflügel habe. Du machst das klasse. Pushen, pushen. Ich danke dir für deinen Zuspruch. Dafür bin ich jetzt gerade umso schlechter gefahren durch die Kurve. Ohne Spaß, einmal innen angeeckt, daraufhin einen leichten Schlenker nach außen gemacht, einmal außen angeeckt und schon. Komm, nein! Oh mein Gott! Hast gesehen, wie ich vorbeigegangen bin? Nee, tut mir leid. Ich wollte innen vorbeigehen und er zieht auch nach innen. Die ziehen manchmal so komisch weg von der Ideallinie, ne? Run, don't do this. Mach Platz, Wern! Mach Platz, Wern! Hat sich erledigt mit dem Boxenstopp. Ich verlege ihn noch weiter vor. Okay, verstanden. Auf jetzt nehme ich an, ne? Lol. Ich stand quer. Warum auch immer. Das ist natürlich jetzt... Ja, ich weiß noch nicht wieso. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Wagen hat einfach nicht eingelenkt. Ich guck mir nachher mal das Video an, das möchte ich gerne wissen, ob ich das irgendwie nachvollziehen kann. Bin ich so weit innen über die Curbs gefahren, dass ich keinen Grip mehr hatte? Also, ich habe jetzt auch nicht Frontflügel weiter angeknackt oder so, aber... Ich frag mich halt, was ist Alonso bereit, sich vor von Boxenstopp? Da hatte ich auch die Ansage. Meine Güte, ist das ein und derselbe Kerl? Hört sich wahrscheinlich gleich an. Ja, das ist sogar wahrscheinlich. Das ist ein Vollmongo, der durch alle Boxen rennt. Genau, vom einen Schritt zum nächsten. So, jetzt war ich bei Lotus, jetzt kommt AMG, oh, jetzt kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Macht immer so einen Marathon von vorne nach hinten, ne? Das war knapp, das war richtig knapp gerade. Ich hätte fast meinen kompletten Wagen zerlegt. Das wäre interessant geworden. Ich fahre hier aber auch eine Scheiße gerade, ne? Das ist unglaublich. Also die Strecke ist einfach nicht für DRS gemacht. Nein. Ist er auch nicht. Nein. Aber das bringt ungefähr eine Zehntel oder so was.
Wenn es überhaupt was bringt. Ich fahre lieber ohne DRS, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade auf der Station einmal wegen Wörn vorhin bekommen. Ah, daran so, könnte es liegen. Daran könnte es liegen. Ich bin mit DRS durchgeprescht. Muss ja erst der Heckflügel noch zugehen, ne? Aber ich habe ja gebremst, von daher müsste er zugegangen sein. Ja, bevor du hinten dann auch den Abtrieb bekommst, der macht das ein bisschen mit Verzögerung. Ja, das kann natürlich sein. Ja, aber Josh fällt jetzt da souverän seiner 10 Sekunden Abstand, den ich ihm da gegeben habe, vorneweg. Ja, die letzten zwei sind aber eigenständig rausgefahren. Ja, die letzten zwei sind eigenständig rausgefahren, weil ich scheiße gefahren bin, wie so ein letzter Vollmond war, ja. Inkompetent und scheiße. Aber mich würde halt nur wieder freuen, sollte ich Basti wieder auf Platz 3 sehen. Und wir wirklich beide auf dem Treppchen landen. Das würde mich auch freuen. Bin mal gespannt, wie Basti das noch als mit seinem zweiten Reifensatz und seinem zweiten Flügelsatz. Nee. Ich hab keine Position verschuldet, du Vollmonge! Anscheinend ja schon. Das ist ja schon die dritte, wo hab ich hier die zweite her? Das ist natürlich jetzt sehr traurig. Ich glaube, Lukas earned diesmal keine Punkte für diese Saison. Schlecht aus. Ja, so wie letztes Mal. Hast du letztes Mal gar keine gekriegt? Was soll das? Nee, das war ja 21. oder so. Achso. Jetzt tun wir da ein bisschen her. Ja, Spanien. Das ist auch gerade. Spanien, die ich zum ersten Mal im Qualifying gefahren bin. Und zwar in der Aufnahme. Alter, Jan, ich glaube, bevor mein Flügel versagt, versagen meine Reifen auf der Seite, weil ich ganz Zeit seitlich in die erste Kurve rein, in die Wand rutsche. Ohne Witz, du möchtest nicht wissen, wie meine Reifen aussehen und das größtenteils nur wegen Sliden und nicht, weil ich sie so krass abgefahren habe. Ja, aber auch. Ey, du hast die abgefahrenen Reifen. Die sind voll groovy, Mann. Mega hip, ey. Oh, bin ich froh, dass ich jetzt gleich in die Box gehe. Alter, ich hab richtig Probleme. Ich hab richtig Probleme, weil ich jetzt die ganzen Überrundungen hab. Und dann gehe ich in die Box und dann habe ich die Überrundung wieder. Ja, bei mir ist das schön. Ich habe jetzt erst Boxenstopp und dann die Überrundung. Gehst du auch 9 rein? Nö. Das gewahrt nicht. Ach so, okay. Ja, jetzt ist ja scheißegal. Jetzt macht die Boxenstopp-Strategie das auch nicht mehr. Gerade hättest du es noch schön ausmachen können, ne? Ja, gerade wäre witzig gewesen vielleicht, dass du noch länger auf diesem Rutschigen rumgefahren wärst. Hätte vielleicht was gemacht. Das ist... was ist denn gerade so eine Bestzeit? 1.18.7 bei mir und bei Jan ist nochmal ein Stück schneller. 1.18.8 habe ich. Oh, doch, habe ich wohl die Bestzeit? Du hast die Bestzeit noch, ja. Cool. Aber die fällt auch erst wieder auf harten Reifen. Hör ich die vorher nicht mehr. So, meine lieben Zuschauer, das ist für mich ein Grund, einen Schluck zu trinken. Stößchen. Ja, kommt auch direkt der neue Frontflügel dran, wenn wir schon dabei sind. Was gibt's denn bei dir, Jan? Nebenbei? Das Säckchen, das Bierchen? Eigentlich Cola. Also, wenn wir jetzt COD spielen, würde ich vielleicht so ein Bierchen trinken. Das hilft manchmal, aber nicht bei Formel 1. Das Gefühl, du wirst besser. Ich werde besser. Alle Leute um dich rum merken, dass du total scheiße spielst. Frag mal Lars. Du hast ja da mitgesoffen. Nein. Das ist so die geschickte Geschichte gewesen. Aber. Geschickte Junge. Ich war da dabei. Ja, da waren wir noch nicht betrunken. Da mal nicht. Außerdem waren wir deutlich besser als du. Sollten wir COD Let's Playen dürfen? Sollten wir COD Let's Playen dürfen, ne? Das wäre so. Wir können es ja ausprobieren. Wir machen daraus einen Let's Test. Ist Jan betrunken besser? Lukas bleibt rechts, der rechts, weil West. Ja. Wir machen das Ganze einfach zweimal. Einmal nüchtern, einmal betroffen. Danke. Und dann können die Zuschauer entscheiden, was besser ist. Ja, ich hätte mega Bock, wenn wir COD wirklich mal endlich eine Antwort von Activision kriegen würden. An dieser Stelle Activision wäre super nice. Activision, wir würden dich feiern. Wir würden auch Banner in unsere Zimmer hängen von euch. Sowieso. Sobald wir mal eine Facecam haben, sieht man es im Hintergrund. Das bringt also viel, ey. Ja, dann mache ich Videos mit Facecam, dann bringt das viel. Video mit Bannercam. Mit Bannercam. Ist nur auf den Banner ausgerichtet und man sieht den Banner im Wind. Ja, Ventilator schön daneben steht. Nee, da muss schon einer Punkt. Ja, genau. Ja. Die Leute, die nicht gerade mitspielen und aufnehmen, husten. Genau. Ich kann meine Schwestern abkommandieren zum Husten. Du
ihr das so toll findet? Nein, ich glaube nicht. Nein, Josh, den kannst du dir schön verkleiden. Nein, Joshi. Das dachte sich doch, glaube ich, jeder, oder? Ja, ins Mikro. Schon mal, ja. Auch du bist gedacht, grad, das kann ich. Naja. Bist ein bisschen leiser geworden, weil du weg vom Mikro gefühlt bist. Ich bin weg vom Mikro. Ja, jetzt bist du wieder jetzt, jetzt ist jetzt wieder gut. Okay. Und Jan, du musst echt mal mit deinem Mikro gucken. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ah, ja, ja. Bei ungefähr jedem Wort übersteuerst du. Bei jedem Wort. Das kann nicht sein. Jetzt gerade nicht. Also bei jedem Wort nicht, aber bei allen anderen Wörtern. Achso. Alles gut. Weißt du, was gerade interessant ist? Ich sehe, glaube ich, gerade die Gruppe um den Platz 5. Oh, das ist in der Tat interessant. Josh, darf man ja fragen, wann du reingehst? Na. Ich fahre durch bis letzte Runde. Und dann gehe ich runter. Nein, Spaß. Ich werde diese Runde reinkommen, das kann ich da sagen. Da wäre ich fast hier mal reingerasselt bei der Boxenausfahrt. Noch nur fast. Was so ein bisschen knapp jetzt. Wie gesagt, jetzt macht es ja nichts mehr aus, ob du meine Boxenstrategie weißt. Ja, ich bin 30 Sekunden hinter dir. Dein Boxenstopp wird nicht so lange dauern wie meiner, weil ich einen neuen Flügel noch gekriegt habe. Dann hatte ich meinen Fehler drin. So viel habe ich nie im Leben aufgeholt. Never ever. Im Gegenteil, ich glaube, du hast sogar noch rausgefahren. Ja, jetzt die letzte Runde war vielleicht nicht mehr ganz so praller. Aber Lukas wollte in der 11. rein. Deswegen habe ich mir die 11. mal verknippen. Doch völlig scheißegal, ich war doch viel früher rein. War doch schon wieder alles umsonst. Dieser Pöller hier, wer stellt den Pöller denn auf? Ich fahre den jedes Mal sorgfältig um. Wo stellt denn der hin? Da rennt so ein Vollmongo auf die Strecke. Nur um den Lukas zu ärgern. Also der hat so einen riesen Korb auf dem Rücken und da sind so Pöller drin. Alter, ihr Idioten, jetzt macht doch mal ein Auto ganz. Stehen die da 5 Sekunden rum? 5 Sekunden! Ja, weil ich gerade in der Box war. Da müssen die nicht rumstehen. Die können gleich Pause machen. So, ab jetzt kann ich meine Überrundung wieder tätigen. Lotus kann das besser mit der Flügel wechseln. Muss man üben. Und Jan macht noch einen Fehler? Nein, ich glaube, ich bin da irgendwem reingefahren, der gerade aus der Box kam. Mich vielleicht? Ja. Ernsthaft? Das mein ist Auto ist ganz. Jan, wir nehmen deine Aufnahme. Weißt du, ich schön über die lange gerade gehämmert. Auf einmal sehe ich so vorne, so, vor mir so einen Typen, der raus will. Ich wollte jetzt mit Vollspeed nicht einen Vollschlenker machen. Platz 13 überrundet. Ich habe meinen Frontflügel mal wieder angeknackst, deswegen. An mir? Jo, an dir habe ich den angeknackst. Gut, good job. Ja. Good job, Teamkollege. Hast du gut gemacht, ja? Hast du gut gemacht, Bro. Ich habe nicht mal eine vierte Strafe dafür kassiert. Ja, weil du nichts konntest dafür. Wir haben Boxenstopphilfe. Wundert mich nur, dass du, dass mir keiner gesagt hat, ja, jemand vor sich Boxen ausfahrt oder so. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Normalerweise wird mir das immer gesagt, wenn da vor mir ein Mongo gerade rausfährt. Was? Und Lukas hat sein Fahrzeug zerstört. Somit darf Lukas sich jetzt in die unangenehme Liste eintragen, mit Basti schon mal ein Fahrzeug zerstört zu haben. Das kann nicht sein. Ich bin aber ich habe nicht in der Aufnahme zerstört, oder? Ich bin einfach mit dem Reifen an der Seite gekommen. China hat deine Reifen zerstört. Einfach an der Seite gekommen. Ach, diese Scheiße, ne? Genau das gleiche. Du hast viel Boden auf deinem Vordermann gut. Weiter so. Wen haben wir denn da vorne? Platz 10, Maldonado. Basti, wo bist denn du? Auf 6. 6? Dann sehe ich dich bestimmt gleich. Alter Maldonado, ich kann nicht so langsam... Ich sah blaue Flaggen am Horizont. Senna, ja, ich will in! Platz 10 ist überholt. Das ist eine geschmeidige Aufnahme. Oh, ich bin 15. Jan, danke für deine Fehler. Ja, es war nicht... Ich hätte, selbst wenn ich dich jetzt noch irgendwie kriegen würde oder so, ich hätte es nicht verdient. Der Schlenker direkt in der ersten Kurve war unnötig. Führung direkt abgegeben und dann der eine Fehler. Du hast dich aber schön abgefangen. Dass du da erstmal hinten dran warst und dann hast du halt nochmal den Fehler gemacht, wo du dich weggedreht hast. Da, dann war zu Ende. Ich hab mich überhaupt gewundert, dass ich noch so gut mitgehalten habe mit diesem angeknacksten Frontflügel, den ich ja noch drin hatte. Oh mein Gott, Vettel! Vettel kriegt blaue Flagge. Der Junge tut mir so leid, jedes Mal. In unserer Saison ist der einfach eine Scheiße. Und da kann ich mal was dafür. Tut mir richtig leid, der Junge. Hashtag Vettel, tut mir leid. Okay, jetzt habe ich meinen Frontflügel nochmal angeknackst. Ich glaube, ich muss rein. Nächste Runde.
Also Vettel tut mir wirklich leid, ne? Der hat bei uns so wenig Punkte bisher, ne? Let the show begin. Ich glaube, ich fahre jetzt echt nochmal rein. Mach ich zwei Boxenstops. Und holst dir Weiche, du Sausack. Nee, aber mein Frontflügel ist rot. Ich kann nicht draußen bleiben auf Dauer. Nicht in Monaco. Naja, das werden wir mal sehen, was du machst. Ich habe 44 Sekunden Vorsprung, das sollte passen. Wenn ich was blöd will, wird das überrunden. Dass er nachholen darf. Aber ich fahre Monaco ungern mit so einem Frontflügel. Meine Fresse. Oh, der Pöller. Ist ein Lukas Pöller? Den Lukas Gedächtnis. Wieso hast du eine Strafe gekriegt? Ja, ich sehe es. Ja, das sehe ich. Ich habe es gesehen. Ich bin fast reingefahren. Das hätte auch mich fast noch eine Strafe gekostet, als dass du eine Strafe gekriegt hast. Was habt ihr denn veranstaltet da vorne? Was die hat in der... Okay, jetzt habe ich auch nochmal. Und noch ein Boxstop. Zum Wohl. Zum Wohl. Der Schluck war eigentlich nicht geplant. Aber jetzt das Glas leer. Deswegen hat es ja gar nicht so viel eingegossen, ne? Extra nicht. Wer von da noch rein? Irgendein sauber. Aber die Boxeneinfahrt ist ja auch hier heimtückisch, weil der schießt einfach so auf der Strecke raus, ne? Der aus der Box kommt, der kommt ja quasi einfach so da raus. Aber ja, Josh, du hast recht. Jetzt habe ich weiche Reifen. Dachte ich mir. Ja, ich bin doch nicht blöd. Wäre schön blöd, würde ich damit... Der Luke geht erstmal Frust essen oder so. Lukas, kannst du sein? Das ist schade. Bitte was? Du warst auf einmal nicht mehr so im Gespräch beteiligt. Nö, dann passiert ja nichts mehr bei mir. Kannst ja zugucken. Du kannst ja kommentieren. Richtig. Wir haben gerade nur nichts zu sagen. Irgendwer macht er sich für einen Boxenstopp fertig, auch wenn sie nicht wissen, wer reinkommt. Weiß ich nicht. Haben sie mir auch mitgeteilt. Weiß ich nicht. Ach, gehst du auch nochmal rein für Weiche? Ja, sicher. Wenn du auf Weiche ziehst, dann muss ich auch nochmal auf Weiche. Kostet mich jetzt zwar nochmal alle Überrundungen nochmal. Ich wollte gerade sagen, mit den Überrundungen, ob da eine gute Runde... Alter, ich fahr so scheiße, das kann nicht wahr sein. Hashtag Scheiße, Hashtag Vettel tut mir leid. Hashtag Scheiße trifft es ziemlich gut. Ich möchte meine Aufnahme nicht nehmen. Ich glaube, die geht kaputt. Deswegen gehen so viele Aufnahmen kaputt, Jan. Das sind Josh bei denen, die häufiger mal kaputt sind. Das war, weil ein gewisses Videoschnittprogramm, was jedem bekannt ist, Bullshit. Einfach mal alles immer wieder zerstört hat, ja. Meinst du das, was kostenlos bei einem Betriebssystem, was jedem bekannt ist, dabei ist? Strafe? Ja. Kollision verschwunden. Okay, ich habe ihn ein bisschen Arschloch-like überholt, das gebe ich ja zu, ne? Na egal. 10 Sekunden sind egal. Hashtag Arschloch-like. Na, Hashtag Arschloch-like. Safety Car? Nein, das ist gar nicht gut! Das ist gar nicht gut! Ja, das ist richtig kacke gerade, ey. Weil das bedeutet für mich, meine Strafe macht was aus. Jo. Alter, Jan, das ja, ist richtig bitter. Kack, das ist die Strafe hatte ich auch unten im Kopf, nicht bei Ohren. West. Ach, hier ist es ja. Ja, toll. Und die dürfen natürlich alle noch rück überrunden. Ohne Spaß, ich hänge an den Überrundeten dran. Okay. Wo bist du? Startziel. Ja, sei froh, du bist gleich dran. Ja. Warum ist denn Safety Car? So eine Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lukas, die haben mittlerweile gemerkt, dass dein Auto noch irgendwo mitten im Casino steht. Da habe ich den aber geparkt. Kann das sein, weil ich den... Nee, der Typ ist normal weitergefahren, als ich den weggedrängt habe. Außerdem habe ich ihn nicht wirklich hart auf die Fresse gegeben. Ja, weißt du, das ist mal so ganz krass jetzt gerade, weil eigentlich... Wir haben letztens nur drüber geredet, ne? Safety Car, never hatten wir Safety Car und so. Ohne Witz, ich schaffe nie im Leben die 10 Sekunden. Meine 30 Sekunden Vorsprung sind einfach jetzt dahin.
Alter, ich kann mir diesen schönen Mercedes angucken. Oh ja, ist mein Teammitglied da vorne gerade. Ey, ohne Witz, ich komme wahrscheinlich jetzt nicht mal mehr unter die Top 10, wenn das so... Obwohl Top 10, schaffe ich noch. Je nach... Nee, kommt drauf an. Wenn der Safety Car jetzt bis zum Ende durchfährt. Das wäre natürlich hart, Asi. Dann bin ich auf jeden Fall aus den Top 10 raus mit einer Strafe. Jetzt die Frage... Ist die Frage jetzt, wann der wieder reinkommt, ne? Wenn er noch eine Runde Chris gleicht, dann... Achso, ich sollte vielleicht mein Benzingemisch einfach mal auf Mager stellen. Das macht bei mir... Oh, ich hab noch 5 Runden. Ich stelle jetzt definitiv nicht um. Gar nicht. Oh, komm schon, das kann ich nicht wahr sein. Obwohl, Alter, ich hatte noch so ein paar Überrundete zwischen mir und Alonso. Aber wir haben so lange drüber gesprochen, dass wir noch kein Safety Car hatten, ne? Wir hatten immer nur in unseren Übungen hatten wir das. Das auch nur ein oder zwei Mal bisher. Ja, du bist 5 Sekunden hinter mir, obwohl wir Safety Car Phase haben. Ja, vielleicht schaffe ich das doch noch mit den 2. Alonso ist nochmal 3 Sekunden 8 fast hinter dir. Habe ich zu mir. Ach, 8 hinter dir? Alter. Ja, okay, der fährt noch auf die Europa auf. Ich glaube, da ist Alonso, der gerade rangeschossen kommt, der Punkt. Oder er ist der Letzte und zwischen uns sind einfach die Überrundeten. Nee, so viel Abstand. Wir machen 8 Sekunden nicht. Wo bist denn du? Ich sehe dich nicht. Hinter Ricciardo. Ich fahre gerade so schöne Schlangenlinien. Ja, Jan, dann fährt er definitiv noch ran. Seid ihr jetzt schon in der Schlange hintereinander? Ja. Nein. Okay, 6,7 Sekunden habe ich gerade auf ihn. Sagen wir so, ich sehe Jan noch nicht mal. Ich habe nur Überrundete zwischen uns. Aber Hamilton ist nochmal 0,8 dahinter, das heißt, Treppchen ist auf gar keinen Fall drin. Es sei denn, ich kriege wenigstens eine Runde zum Vollfahren, ne? Ja, der muss Ende dieser Runde reinkommen, sonst hast du. Okay, wenn du nur im Ziel reinfährst, dann hast du verkackt, ne? Das ist nur hart, Assi, und Basti auch. Ich hab immer noch 9 Sekunden Vorsprung im Moment. Alter, Basti, wenn. Jetzt wäre doch mal geil eine Ansage, komm, jetzt nochmal Safety Car die Runde rein, ey, komm. Müsst ihr eigentlich jetzt kommen? Der Kack ist, ich hab keinen Frontflügel mehr. Gar keinen, das ist natürlich traurig. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Ey, du kannst jetzt nicht reingehen. Jetzt nicht mehr. Nein, reingeht nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich will, dass Safety Car draußen bleibt bis zum Ende. Oder ob es nicht anders besser ist. Dann habe ich meine Reifen. Der Motor überhitzt, weil ich die ganze Zeit auf Gas drücke. Ich lasse mal aufhören. Ja, nicht nur bei dir. Ich habe mir die ganze Zeit Vollgas gegeben. Ja, nicht nur du. Kacke. Ich geh so nicht. Da fährt Basti ein richtig geiles Rennen in Monaco, ne? Aber und ich bin ja immer noch Sechster und ich habe 4 Leute hinter mir und der Rest ist vor mir. Das ist so ärgerlich gerade, ne? Das heißt, ich würde 10. Und bei... Also Safety Sekunde. Komm schon, Wagen. Lotus. Ich weiß, wir sind durch dick und dünn gegangen. Alter, das Safety Car ist gesprungen. Ist gehüpft. Mit allen vier Reifen. Ich weiß, entweder es hat sich richtig geil in die Luft gebackt. Josh, das hier heißt Känguru, ne? Alter, ich werd gedreht. Von Alon. Von. Ich fahr 30, weil ich gedreht werde. Ja, Alter, also. Wie assi war das denn? Hast du das gesehen? Nein, ja. Konnte ich nicht sehen. Ja, Lukas konnte es sehen. Ich konnte nichts machen. Hab ich gesehen, ja. Ich hatte Schiss, dass ich jetzt eine Strafe für Blockieren kriege. Das wäre mega scheiße. Und dann mit Jan einfach mal schön durchgeschoben werde durchs ganze Feld. Aber Jan hat 6 Sekunden. Jan, du bist Zweiter. Nicht, wenn ich jetzt nicht scheiße fahre, ne? Bist du es da vor mir? Nee, ne? Nee. Die Reste. Komm. Nein! Oh, komm schon. Eieiei, das ist hart übersteuert, weil es wahrscheinlich hart scheiße war. Das war nicht nur hart scheiße. Das war, glaube ich, mein 2. Platz. Ja, ist letzte Runde, ne? Ja, eben, deswegen. Da habe ich versucht, an die Reste vorbeizugehen. Er hat aber auch auf die Ideallinie gezogen. Daraufhin habe ich ihn gedreht, er hat mich zurückgedreht und ich stand quer. Ja, das war's jetzt für mich. Lukas, weißt du noch, was ich im Training gesagt habe, was für eine Zeit ich fahren will? Nee. Da ist sie. Die tiefe 1,17er. Basti ist auf 5. Hättest du noch Platz vorne? Ich war gerade auf
3. Ich werde durchgereicht. Ich werde sowas von durchgereicht. Ich war so scheiße. Basti ist noch auf 4. Jan, Basti hältst du hinter dir? Der hat 30 Sekunden Strafe jetzt. Oh Mann, ey. 30? Ja. Warum 30? Ich habe nur 20 angezeigt. Du hast gerade die dritte gekriegt. Verarsche. Basti, du bist hinter. Basti, du hast einen Punkt. Scheiße. Jawohl. Jawohl. Weißt du was? Ob 20 oder 30 wäre egal gewesen, weil du hast einfach... Der Rest hatte Rundenrückstand. Und Jan wird noch Dritter. Jan, geht's jetzt? Ohne Witz, ne? Die letzte Runde willst du gar nicht sehen. Doch, Jan. Also, ich bin doch ein sehr turbulentes Rennen. Ein Totalausfall. 30 Sekunden Strafe. Nochmal 10 Sekunden Strafe. Safety Car. Safety Car. Und nachher nochmal eine schnellste Rennrunde, die nochmal 1,5 Sekunden runter war. Ja. Ja. Nur einer konnte so toll gefahren sind. Genau. Da muss was getötet werden. Naja, dann danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ne? Erstmal blenden wir jetzt hier. Genau, ja, ich dachte, die hätten wir jetzt so während dem Gelaber schon mal eingeblendet. Natürlich, die ist gerade eingeblendet. Und da sieht man den neuen Spitzenreiter, der auch Spitzenreiter geworden wäre mit einem Punkt, wenn Jan Zweiter geworden wäre. Jo, GZ Josh, das hole ich mir immer noch wieder. Ja, ich freu mich. Okay, dann in dem Sinne, bis zum nächsten spannenden Rennen. Genau, ciao. Jo, genau. Ciao.